Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, Kollege Schulze, ist nicht immer von Vorteil, wenn man relativ spät in der Debatte anfängt zu reden, weil da sind viele Dinge schon von mehreren Menschen mehrfach gesagt worden und wiederholt worden. Aber was sagen uns diese Entwicklungen? Jede Zeit braucht ihre Lösung. Und deswegen war ich eben ein bisschen überrascht, weil die Ernährungssicherung als einzigen Grund, wie das der Bauernverband und die Union hin und wieder ganz gerne mal darstellen, reicht als Legitimation aus meiner Sicht für den größten EU-Einzelhaushalt nicht mehr aus. Deswegen die Vorschläge vom EU-Agrarkommissar Hogan gehen im Ansatz ja in die richtige Richtung. Meine Kollegin Mittag hat das ja eben schon gesagt. So ist das Ziel, die Landwirtschaft stärker an Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen ausrichten zu wollen, eindeutig zu begrüßen. Ich glaube, da war vor allem die im Vorschlag eröffneten Umschichtungsmöglichkeiten von den Direktzahlungen zu den Programmen der zweiten Säule sind durchaus interessant und werden von uns aufgenommen. Auch die stärkere Unterstützung kleinerer und mittlerer Betriebe sowie die Junglandwirteförderung schaffen Perspektiven für den Erhalt einer flächendeckenden Landwirtschaft. Was den Degressions- und Kappungsvorschlag angeht, ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Die Höchstförderung der Betriebe zu begrenzen und gleichzeitig Subventionen stärker an den landwirtschaftlichen Arbeitsplätzen auszurichten, nicht nur an der Fläche. Allerdings hat sein Vorgänger Ciolos aus klima- und umweltpolitischer Sicht noch bessere Vorschläge als Hogan gemacht, die dann auch durch die verschiedenen Lobbygruppen leider massiv verwässert wurden. Ich glaube, das darf nicht normal passieren, dass da so Einfluss genommen wird. Vielmehr müssen wir uns für eine starke Reform der GAP und konkret der Direktzahlung einsetzen und die zweite Säule mehr berücksichtigen. Wenn die Landwirtschaft als größter europäischer Landnutzer finanzielle Unterstützung bekommen möchte, ist mehr als recht und billig, wenn eben die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler dies an Bedingungen knüpfen. So sollten sich die Subventionen am Allgemeinwohl und den Wünschen der Verbraucherinnen und Verbraucher nach gesunder Ernährung, umweltfreundlichem Anbau und artgerechter Tierhaltung auch orientieren. Die Landwirtschaft ist hierfür der geborene Partner und soll und muss für diesen öffentlichen zusätzlichen Leistungen auch ausreichend honoriert werden, ohne Frage. Aber auch der Lebensmitteleinzelhandel muss seiner Verantwortung nachkommen und endlich aufhören, sich über Preiskämpfe zu definieren und das zulasten der Landwirte. Diese Art des Wirtschaftens sichert weder die Existenz der Betriebe, noch ist sie wirtschaftlich, ökologisch und schon gar nicht sozial. Nachhaltigkeit muss gleichermaßen für den Ökolandbau und die konventionelle Landwirtschaft die oberste Maxime sein. Da hat die Ministerin aber was zu gesagt, das will sie dann an der Stelle auch fördern. Schließlich kann es nur im Interesse aller sein, unsere natürlichen Ressourcen zu schonen und der heutigen sowie den kommenden Generationen ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen. Die Voraussetzungen dafür müssen wir jetzt schaffen. Kleinere und mittlere landwirtschaftliche Betriebe sowie Junglandwirte müssen gezielter unterstützt, aber auch befähigt werden, von ihrer eigenen Produktion zu leben. Umwelt- und Klimaleistungen der Landwirtschaft müssen stärker honoriert und ein stärkerer Fokus auf Forschung und Innovation gelegt werden. Auch über eine Reform der Ausbildung der Landwirte in der Form der Einführung von Ökolandbau als Prüfungsfach müssen wir, glaube ich, jetzt mal langsam nachdenken. Schließlich ist das Wissen um alternative Anbaumethoden Grundvoraussetzung für eine nachhaltige und effiziente Bewirtschaftung der Flächen. Hogans Vorschläge können daher nur einen Anfang darstellen. Die weiteren Beratungen werden wir mit unseren Vorschlägen tatkräftig begleiten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine insektenfreie Zeit, hätte ich beinahe gesagt, aber ein schönes Wochenende. Danke. Das wollten Sie wahrscheinlich nicht sagen. Vielen herzlichen Dank, lieber Kollege Schmidt. Und der letzte Redner in dieser Aktuellen Stunde und nach einem sehr langen Tag ist Alois Gehrig für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Gehrig.